Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Ihr seht hier Age of 4 3 The Legend, ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Dazu sei im Vorfeld gesagt, ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt, also das ist komplett neu für mich. Und recht herzlichen Dank an den Entwickler dafür, dass er mir einen Key zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank. Dann schauen wir uns als erstes doch mal das Optionsmenü an. Was haben wir denn hier? Jedenfalls ist der Text ganz schön klein. Ja, Fullscreen, das übliche Double Buffering, Native High DPI Mode, Rendering Engine kann man wechseln und so weiter und so fort. Renderer Qualität kann man einstellen. Die Mauseinstellung gibt es hier, Soundeinstellung mit Reglern, Speicherdateien, unterschiedliche Sachen. Man kann auch alles komplett resetten. Ja, und das war so viel mal dazu. Man kann ja auch scheinbar Kämpfe nachspielen mit Replay Battle. Und Multiplayer scheint es auch zu geben. Aber starten wir doch einfach mal eine neue Kampagne und schauen mal, was passiert. Wir haben die Auswahl zwischen zwei Kampagnen, würde ich mal sagen. Nehmen wir doch mal Nature of the Monster. Schwierigkeitsgrad gibt's Novice, Experience Master, Death Seeker. Ich glaube, ich würde mal sagen, das ist der Standardschwierigkeitsgrad, dann nehmen wir den nochmal. So, jetzt haben wir hier eine kleine Einleitung. Ich lasse das jetzt erstmal so, ich werde das nicht vorlesen, weil ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr Text. Welcome to Age of 4-3, The Legend. The next few levels teach the basics of the game and introduce our story. Spielen wir mal die Einleitung. Also quasi das Tutorial. So, das hier scheint die Map zu sein. Da können wir scheinbar Orte auswählen, wo wir hinwollen. Wir haben ja so ein paar kleine Dialoge. Dann müssen wir auch schon kämpfen. Unten sehen wir, ich glaube, das sind sämtliche Einheiten. Jetzt ist nur die Frage, genau, wir sind die Waldkreaturen. 50% Chance, ist das Trefferchance oder wie soll ich das verstehen? Vermutlich. Was haben wir hier? Greifen wir ihn noch mal an. Autsch. Dann greifen wir ihn. 30%, dann greifen wir ihn mal an. Ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen simpler gehalten von der Optik. Aber das sagt ja nichts über die Spieltiefe aus. Greifen wir ihn hier noch mal an. Dann dürfte jetzt Geschichte sein. Jawohl. Oben rechts sehen wir dann zu jeder Einheit, auf die wir mit der Maus gehen, die unterschiedlichen Stats, Lebenspunkte und so weiter, Mana, Angriffsfähigkeit, Verteidigung, Geschwindigkeit und so weiter. Dann würde ich doch mal sagen, 60%, ja. Oder zurückgestoßen, sah jedenfalls gerade so danach aus. Ja, da können wir ihn hier angreifen. Und so. Ich glaube, jetzt haben wir schon. Ne, ihn haben wir noch nicht benutzt. Ach, der zeigt an. Zeigt hier unten an, welche Einheiten wir noch nicht im Kampf benutzt haben. Natürlich. Natürlich trifft er nicht. Dann beenden wir doch mal den Zug. Jetzt ist der Gegner dran. Trifft auch nicht so wirklich. Mit der Leertaste können wir das User Interface toggeln.
Ich möchte jetzt aber gerne mal hier den Chef erledigen. Wunderbar. Oben links haben wir so eine kleine Übersicht, was gerade passiert ist. Um das nochmal Überblick zu haben. So, wir müssen scheinbar alle Gegner erledigen. Run! So, wir haben wohl den Kampf hier gewonnen. Ich glaube, die hauen jetzt ab, oder? Ah, er kämpft da noch. Resistance, Poison Resistance. Resistances greatly lower damage if unit is hit with a particular attack or spell type. Alles klar. Dann greifen wir ihn auch noch mal an. Ah, jetzt haut er auch ab. Hauen sie jetzt alle ab? Können die können doch vermutlich aus einem Kampf fliehen, oder nicht? Eine unserer Einheiten hat eine Spezialfähigkeit. Ja. Zaubersprüche haben halt unterschiedliche Magiekosten. Und Magie regeneriert sich langsam, wenn der jeweilige Zauberer nichts tut. So. Ich werde jetzt nochmal einen Turn skippen. Würde mich jetzt nämlich echt mal interessieren, ob die aus dem Kampf weglaufen können. Ja, können sie. Aber er kam hier jetzt zurück, von daher. So. Zug beenden. Wir haben den Kampf gewonnen. Bevor wir den Kampf verlassen, können wir gefallene Einheiten reanimieren. Manche Gebiete haben versteckte Geheimnisse, die darauf warten, von uns gefunden zu werden. Das ist schon ganz cool. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem... Ja, nee, das ist die ausgewählte Einheit. Was ist mit dir? Hier haben wir noch die einzelnen Sachen, die man mit der Einheit machen kann. Ja, okay, dann ich beende jetzt mal den Zug und dann müssten wir doch jetzt rauskommen, oder nicht? Endbattle. Ja. Bekommen wir jetzt wieder ein kleines Stück von der Story hier erzählt in so einem Textfenster. Dann machen wir doch mal weiter. Wie ich schon vermutet habt, da gibt es ein bisschen mehr Text. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr ja das Spiel, könnt ihr das Video ja pausieren. Announcer, welcome to the first fight of the evening. Greeny goblins be dueling a forest beauty and a real monstrosity. Strange pair, ain't it? Place your bets, lads. Lord Ezel be paying our double on a monster couple. For its lady at monster. Who are you calling monster, Worm? Nature has no place for you, goblin. Are you with me, Reader? Cleanse those critters. Out of the way, Dread. I'm going to rip this thing in two. Don't tell me what to do, Dreader. Kill them! Die! Get them while they bigger! Alles klar, dann müssen wir also die Goblins hier erledigen. Was kannst du denn? Kannst du irgendwas Besonderes? Du kannst heilen. Ensnare hast du zur Verfügung. Damage. Greifen wir doch mal an. So, greifen wir dich an. Ich glaube, das war's wieder für diese Runde. Ja. Moment, du bist abgehauen. So. Der Gegner ist mal wieder dran. Also,
Man sieht schon ganz klar, wie das Spiel generell abläuft. Man hat halt zwischendurch, zwischen den Missionen immer so ein paar Texte, die die Story etwas voranbringen und dann die rundenbasierten Kämpfe. Ja, können wir zoomen und so weiter und so fort. Dann greifen wir doch mal ihn an. Auch Geschichte und ihn. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht ins Näher machen, aber von mir aus. So, dann dich jetzt noch erledigen. Und das war's. Ja. Und so geht das immer ein bisschen weiter auf der Karte. Was kommt jetzt? Mache ich mal weiter. Let me out of here. Quiet, my ears are bleeding from your bloody screaming. The guard's not here. Arrgh. Oh, by the mother, what am I doing here? Those poor goblins. Those elixir strides, they make you fight, no choice. I need out, we both need out. You're strong, I saw that you did to those goblins. What you did to those goblins. You could smash your way out. Perhaps you can break down the door. Ach so, jetzt können wir jetzt hier uns entscheiden, was wir machen wollen. Wollen wir erst noch einen Kampf warten oder wollen wir jetzt flüchten? Ich will jetzt flüchten. Und ich muss auch sagen, hier von der Optik mit den ganzen Bildern, ja, es ist die Dialoge und so, die ganze Geschichte ist halt textbasiert, aber das Hintergrundbild, also dieses Bild im Hintergrund, das sieht schon nett aus. Definitiv gefällt mir. Die Karte gefällt mir auch soweit. So, und was haben wir hier? So, dann hätten wir den nächsten Kampf. Ah, Giant Rats everywhere! Ah, is the big rider afraid of a few itty bitty mice? You seriously have something wrong with your head, girl. Stay behind me. So, dann kommt der nächste Kampf. Und ich würde mal sagen, von dem Kampfsystem her ist das Ganze, glaube ich, schon etwas komplexer. Also das wird im späteren Spielverlauf bestimmt noch eine Menge mehr Möglichkeiten geben, verschiedene Einheiten anzugreifen und so. Es macht zwar grafisch, Entschuldigung, nicht so viel her, aber ich glaube, da steckt doch eine ganze Menge Spieltiefe hinter. Wenn man sich da mal drauf einlässt und nicht alles von der Grafik abhängig macht, ich glaube, das hat durchaus eine Menge Potenzial, das Spiel. Das ist jetzt auch erstmal nur ein Ersteindruck. Also generell macht das schon Lust auf mehr, also für mich. Aber da muss man halt auch der Typ für sein. Muss man den Charakter für haben, dass man auch gerne mal Textfenster liest und sich auch mit der Grafik anfreunden kann. Also ich kann das und ich würde euch das schon empfehlen. Wenn ihr sowas mögt und früher auch gerne mal Rundenstrategie gespielt habt und das ein bisschen vermisst, ich glaube, das hat schon Potenzial, das Spiel. Wie dem auch sei, das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Bis bald!